Ja, da bin ich mal gespannt, ob das Ding mir noch hinterherkommt. Denn, naja. Also für mich macht das gerade irgendwie so nur so halb Sinn. Ich werde gejagt, stürze hier in eine offene Tür, die von alleine zufällt. Und sie ist instant der Meinung, ohne überhaupt nachzugucken, dass jetzt Sicherheit ist. Ich halte das nicht für Sicherheit. Wow, gute alte Lederschuhe. Kann ich auch. Ja, ey. Aha. Ja, schön, schön. Okay, es gibt auch eine Straße und Rasen und sowas. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Berüchtigter Schauplatz für Selbstmorde. Jugendliche stürzen sich bei berüchtigten Gebäuden weiterhin in den Tod. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosten Wohnkomplexes in Kettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Doch weder Jugendliche noch Erwerblose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit, während die Bedenken der Anwohner immer weiter zunehmen. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Ja, vielleicht. Hübsche Blümchen. Dass die noch frisch aussehen? Die können ja noch nicht lange da stehen. Das hier sieht eher nach Trockenblume aus. Aber die sind recht frisch. Das sind auch diese komischen. Ich habe da halt jetzt keine Ahnung von, aber. Sind das nicht diese japanischen Totenzettel oder wie, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen und so. Oh. Erneut ein Bild von ihr. Bewachsen mit Blumen. Wie wir das kennen. Aha. Hat sie die Tapete runtergerissen? Ach so. Ja, um an die Wand ranzukommen. Sie wollte nicht über die Tapete malen. Diese gute alte DDR-Blümchentapete. Denn soweit, wie ich das feststellen konnte, spielt das Ganze hier tatsächlich in Deutschland. Also Kettenstadt ist tatsächlich Kettenstadt. Und es ist auch die übliche DDR-Blümchentapete. Eigentlich ist es sogar schon die bessere DDR-Blümchentapete. Ich kenne da noch die sehr blaue, sehr stupide DDR-Blümchen-Tapete. Naja. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Sei mal nicht so überdreht. Das klingt nicht gut.
Habe ich es nur übersehen oder war diese Tür vorher noch nicht da? Oh, ich kann nur da lang. Zimmer 206. Ach, das ist die andere Seite vom Gitter. Hier ist wieder der Eimer mit dem Gesicht drauf. Die alte verfallene Lampe. Mhm. Sehr viel Graffiti. Wie schon da stand, wurde von vielen Graffiti-Künstlern... Naja, Kunst ist jetzt relativ. Ein paar schöne Sachen sind dazwischen, aber halt auch viel Schund. Aber das ist bei Graffiti halt üblich. Viele denken, ich mal ja mal ein bisschen gekritzelt dran, ich bin Graffiti-Künstler. Und andere denken sich, ich mal ja mal ein cooles Bild. Ich bin tatsächlich Graffiti-Künstler. Das mit dem Schatten ist auch cool. Ein gutes Bild. Ja, was haben wir da? Die jüngere Generation und soziale Medien. Ein Bericht. Im Nebel der sozialen Medien. Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Alle der befragten Jugendlichen gab an, dass sie sich für die pikanten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für diese Fotos zu bekommen. Alle Befragten hatten ein äußerst schlecht ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Je größer ihre Ängste und je niedriger ihr Selbstvertrauen war, desto stärker reagierten sie auf positive Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Aber umso heftiger reagieren sie auch auf negativen Kram. Das ist halt ein ganz, ganz schlechtes... Medienverhalten heutzutage. Die Erfüllung, die sie verspüren, wenn sie online ein Like bekommen, ist für Erwachsene kaum nachvollziehbar. Weiterhin stuften die Jugendlichen ihr Verhalten auch dann nicht als positiv ein, wenn sie dafür Anerkennung bekamen. Stattdessen fielen sie schnell in ihr verzweifeltes Streben nach Aufmerksamkeit zurück, um die Leere zu füllen. Ja, na klar. Da kam was Positives, also muss ich jetzt noch mehr, um noch mehr Positives zu kriegen und. Diese schädliche Suche nach Bestätigung ist vor allem eine Gefahr für Jugendliche, die psychisch noch nicht reif sind. Ja, und das zählt nicht nur für Jugendliche. Weil oben steht, für Erwachsene kaum nachvollziehbar. Heutzutage gilt das auch für sehr viele Erwachsene, die sich so ihr versuchen, ihre Bestätigung zu suchen, anstatt... sich selbst zu bestätigen. Weiß jetzt nicht, wie ich das hätte besser ausdrücken können. Ein Balkon. Aha. Gucken wir auch gleich mal raus. Ja, hier liegt sonst nichts weiter. Nö. Das ist nicht nur ein Balkon. Oh. The famous suicide spot. Ach, hier sind die alle runtergesprungen. Ja, okay. Da ist noch ein Bild von ihr. Okay, interessant. Aber ich darf nicht rein.
Hier ist kein Bild von ihr, okay. Ah, klar. Ein Trauerplatz. Für all die verlorenen Seelen. Trash Room. Warum steht da Trash Room? Das hätten sie ruhig Deutsch lassen können, wenn das schon in Deutschland spielen soll. Da ist wohl was geflutet. Sehe ich jetzt nicht wirklich was? Es wird immer dunkler. Okay. Creepy. Maya. I hope you're all right. Mhm. Das ist eigentlich wieder ganz cool irgendwie. Aha. Ah, ich mag einige von den Graffitis. Die sind gar nicht so schlecht. Ja, hier ist auch wieder dicht. Guter Astronaut. Aha. Auf dem Surfbrett. Oh? Übrigens, nochmal über das College nachgedacht? Ich kann nicht. Und du musst dich nicht sofort entscheiden. Also... Wenn man mal auf dem College ist, kommt man nicht mehr hierher zurück? Nein, ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in den Ferien nicht nach Hause käme. Aber denk einfach mal über das College nach, okay? Ist grundlegend nicht verkehrt. Bildung ist wichtig. Sonst bist du halt immer der Blöde. Hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Das ist nichts für mich. Studieren ist nicht mein Ding. Ja, studieren muss ja nicht sein, aber eine Bildung an sich sollte vielleicht doch schon irgendwo ein Touch existieren. Du weißt, dass ich dir helfe. Ist schon gut, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich dort überhaupt tun sollte. Das ist nicht wahr. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Seid stolz darauf, wer du bist. Warte, was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen. Das könnte Arbeit bringen, oder? Ja, wenn sie gern zeichnen, klar. Ich bin nicht Maya, okay? Du musst doch nicht Maya sein. Du musst nur du selbst sein. Emily doesn't get it. Gotcha. So he don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is, the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Huh. Na, Teddy? Bald ist Valentinstag, Teddy.
Solche Ecken gefallen mir immer nicht. CB. Da muss ich wohl rein. Ob ich will oder nicht. Hä? Was ist da? Warnung, nicht betreten. Graffiti, rechtswidrige Besetzung und andere Vorgehen werden den lokalen Behörden gemeldet. Hausverwaltung. Ja, klar. Ich denke, die haben die ein oder andere Meldung erhalten. Und absolut nichts getan. Ja, die Optionen sind jetzt nicht vielfältig. Sieht jetzt nicht so aus. Aber ein Bild von ihr. Und eine Leinwand mit einem Bild dahinter. Was ist hinter dieser Leinwand? Is this your studio? Einem Bild, was noch nicht aufgedeckt ist. Aber ich kann auch noch nichts damit machen. Ich würde es aber sehr gerne aufdecken. Ach, hier ist wieder der Rauchende. Path. Muss auf jeden Fall eins muss ich dann noch ausprobieren. Aha, hübsch. Was haben wir hier? Skizzenbuch. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. Ja, ist nicht schlecht. They seem happy. Ja. Aber nur weil man glücklich wirkt, ist man es nicht unbedingt. A new life. So full of life. Ja, aber versteckt unter dem Ganzen wahrscheinlich nicht ganz so. Wer war das? Maya? Bist du hier? Wo bist du? Dieser Ort ist gefährlich. Wir müssen hier weg. Maya, bitte, antworte mir. Why won't she reply? Where are you? Am I going crazy? Möchte ich das wissen? Ha. Das sieht noch nicht so fertig aus. Das kann ich mir nicht näher angucken? Nee. Da fehlt doch was. Das ist doch nicht komplett. Da fehlt die zweite Seite. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. Sexy. Loving it.
Stop with the boring photos already. No sexy stuff. No followers. Wow. Hate your followers. Congrats on reaching your follower goal. Mm. Come on, we want sexy pics already. Just stop, please. She jumped from the villa. Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? How could I forget that? Are you all right, Anita? Hello? Hello? Who's this? Find it. Who? Das ist jetzt nicht so geil. Okay, sie hat offensichtlich innerlich gerade verdrängt, dass Maya bereits tot ist. Weil sie offensichtlich Selbstmord begangen hat. So wie es gerade suggeriert wird. Schwierig. Ganz schwierig. Wieder. Die Hölle der Kommentarsektion. Twitter in vier Wänden. Ich tue das Richtige. Ich bin mir nicht so sicher. Schwierig. Where am I? Wow. Followers. No one is ever going to notice me. This is where Maya jumped from. Bad things happen because of you!
Maybe I can be like her. Here goes. Okay, das, ich gehe mal von aus, dass das Ende ist. Endet jetzt abrupt? Am I back at the villa? But why didn't I die? Maybe I can be like her.